Herzlich willkommen bei Wiederladen mit Wichtervori. Mein Name ist Klaus Götzsch, ich bin gelernter Büchsenmacher und ich lebe seit 1982 in Finnland. Ich habe hier eine kurzläufige Büchse im Kaliber 30-06. Die Lauflänge beträgt nur 50 cm. Das macht die Waffe äußerst handlich. Mein Jagdfreund beklagt sich aber über das riesige Mündungsfeuer in der Dämmerung. Nach dem Schuss kann er nie sehen, wohin das Wild abspringt. Fabrikmäßig werden Patronen im Kaliber 30-06 mit progressiven Pulvern für Lauflängen um die 60 cm verladen. In diesem Fall verbrennt jedoch ein Teil des Pulvers außerhalb des Laufes, daher das große Mündungsfeuer. Wir als Wiederlader können jedoch speziell auf unsere Waffe eingehen. Das sind die großen Vorteile des Wiederladens. Anstelle eines progressiven Pulvers wählen wir in diesem Fall das N540. Das N540 wurde speziell für kurzläufige Waffen entwickelt. Ich habe immer drei Patronen geladen und werde als nächstes auf den Schießstand gehen, um dort die Geschwindigkeit zu messen. Wir sind jetzt hier auf dem örtlichen Schießstand. Ich werde zuerst eine Ladung mit dem progressiven Pulver abschießen und danach die Geschwindigkeit messen. Mit dem progressiven Pulver beträgt die Geschwindigkeit jetzt nur 749 Metersekunden. Sie sollte ca. 815 Metersekunden betragen. Bedingt durch den kurzen Lauf haben wir eine Einbuße von ca. 60 Metersekunden. Das ist sehr viel. Jetzt werde ich das N540 verschießen. Die Geschwindigkeit beträgt mit dem N540 792 Metersekunden. Wir sind also beinahe an der angelegenen Ladung mit einem 60 cm langen Lauf. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Wiederladen mit Lapur und Wichtervori.